Hallo, liebe Leute, und willkommen zurück zu einer weiteren kleinen Runde Stardew Valley. Wollte eigentlich ganz was anderes aufnehmen, wollte eigentlich Wolfenstein noch ein bisschen aufnehmen, aber irgendwie aus irgendeinem Grund habe ich dann doch Bock gehabt, noch weiter ein bisschen was aufzunehmen. So, geschlafen haben wir. Erstmal der Wetterbericht, Entschuldigung. Willkommen bei Kozu 5, deiner Lieblingsquelle für Wetterneuigkeiten und Unterhaltung. Und jetzt die Wettervorhersage für morgen. Morgen wird ein wunderschöner sonniger Tag. Das war ja fertig, ne? So, wie gesagt, ich werde wahrscheinlich alles oder so ziemlich alles, was man hier falsch machen kann, falsch gemacht haben bis jetzt. Seht es mir nach, ich wachse an der Herausforderung, würde ich mal so behaupten, weil ja, ich kenne mich halt damit noch nicht so gut aus. Ja, und, hoch. Ja, ich weiß nicht, die sind noch nicht reif. Pass mal auf, dann würde ich sagen, ackern wir erstmal ein bisschen. So, ist ja auch nicht schlimm. Und solltet ihr jetzt es gut meinen und sagen, ja, pass mal auf, du musst das und das machen und so weiter. Ich nehme hier eine Vorproduktion auf. Also das hier, ich weiß jetzt nicht, wann diese Folge rauskommt. Wir haben heute, jetzt kann ich das nicht nachgucken. Wir haben heute den Sonntag, den 15. September. Wie gesagt, ich weiß nicht, wann diese Folge rauskommt, aber ihr könnt euch ja natürlich denken, dass dann irgendwelche Kommentare dann jetzt nicht schnell genug gelesen werden können. Und ich bin auch ganz ehrlich, ich entdecke hier und ich brauche jetzt auch nicht unbedingt ja sowas wie ein Wiki oder so dafür. Nicht, eigentlich nicht wirklich. Ich denke mal, bis jetzt hat sich das alles relativ von selbst erklärt. Ich mache einfach ein bisschen. So, Dankeschön. So, und das kann ich alles verkaufen. Da, so weit bin ich ja schon. Ne? Ne, das, ne. So. Dankeschön. Lalalala. Ich finde es schon sehr interessant hier, aber wie gesagt, ich kenne ja Harvest Moon, aber auch nur von meinen Freunden, beziehungsweise von meinem Schwager. Meinen ganz anderen Schwager. Ich habe öfter mal von meinen beiden Schwagern erzählt. Ich habe drei Schwäger. Schwager? Schwäger, oh mein Gott. Was rede ich denn da? So, und der älteste von denen, der hat das immer so gerne gespielt hier, Harvest Moon. Und deswegen erinnere ich mich hier so gerne dran. Es sah schön aus, aber tatsächlich, ich selber habe es, oder doch, ich glaube, ich habe es einmal gespielt. Aber wie alt war ich das? Da war ich Anfang 20, also vor fast 20 Jahren. Was ich gut finde, ist tatsächlich, dass die Werkzeuge hier tatsächlich bleiben. Die nutzen sich nicht ab à la Minecraft. Das wäre natürlich ein bisschen arg ätzend. So. So, mühsam. Wir haben noch Aufgaben, ne, liebe Leute? Was haben wir denn noch weiter für Aufgaben? Auf zum Strand. Ach ja, ich muss ja zum Strand. Will ich aber nicht. Baue eine Pastinake an und ernte sie. Und wir müssen noch 14 Leute begrüßen. Ich weiß nicht, ich habe noch die ganze Stadt durchsucht. Wo soll ich denn da noch Leute herholen? Und das hier werde ich wahrscheinlich auch noch irgendwann mal. Wo bin ich denn hier? Gut. Ich mache das jetzt, wie gesagt, auch tatsächlich. Vor allen Dingen, um hier ein bisschen abzuernten. Beziehungsweise, um ein bisschen Geld zu machen, ne? Wenn ich das ganze Holz hier verkaufen kann und so weiter. Und Steinchen und so. Warum denn nicht? Ist aber auch wirklich sehr interessant, mit dem eigentlichen Vorhaben Wolfenstein aufzunehmen, was jetzt ein komplett anderes Spiel ist. Und dann so ganz spontan dieses, auch weißt du, nö, Stardew Valley. Also ein bisschen hat es schon. Es hat schon was richtig gemacht, das Spiel, muss ich sagen. Ich war eigentlich ganz zu Anfang. Ich habe mir das angesehen zwar, aber ich dachte, ja, ist halt. Ne, Harvest Moon Klon, aber ja, muss ich nicht unbedingt spielen. Mein Schwager hat damals gesagt, wenn man nur guckt, ist es halt, je nachdem, was für ein Typ du bist, vielleicht magst du es sofort und willst unbedingt zocken. Oder, huch. Oder du bist mir so, nö, muss ich nicht. Aber wenn du es dann erstmal selber angespielt hast, dann, ja, dann bist du richtig angefixt und dann willst du auch durchgehend spielen. Wollte ich nicht glauben. Dann habe ich, glaube ich, irgendwie einmal ganz kurz angespielt, aber das war dann zu kurz. Und dann auch unter ganz unschönen Zuständen hier. Umständen. Und Zuständen. Also ich hatte nie irgendwie wirklich Ruhe. Sag mal, ist das ein Geist? So.
Bin nicht ganz erschöpft, aber ich muss hier verkaufen unbedingt. Warum eigentlich? Und es soll, das habe ich mir ja schon durchgelesen, hier ein bisschen, so ein bisschen, ein paar Infos habe ich schon geholt, dass man hier auch so ein bisschen, ja, Rollenspielelemente nicht, aber auch so Sims-Charakter. Ja, also so zwischenmenschliche Beziehungen. Dass man halt auch Freundschaften hegt, gut von pflegt. Ob man sich auch verfeinden kann, weiß ich jetzt nicht. Klingt aber auch sehr interessant. Also die Idee ist sehr interessant. Da bin ich mal gespannt. Gut, ich bin nicht doof. Das ist tatsächlich, das passiert hier tatsächlich. So. Erstmal den Steinmetz hier spielen. Ja, die Spitzhacke ist nicht stark genug. Gut, das wissen wir. Gut, das sieht jetzt vielleicht ein bisschen. Hä? Warum ist die jetzt oben? Warum? Hilfe? Optionen. Immer Werkzeug Ziel und sein Handelporträt anzeigen. Hilfe? Ich verstehe. Warte mal, man kann die Musik auch tatsächlich lauter und leiser machen? Wow, cool. Das, wow. Fenstermodus, randloses Fenster, Auflösung? Wieso habe ich nur eine Auflösung von 1490? Das ist ja interessant. Was war das? Und wieso ist das jetzt hier? Warum kann ich das nicht? Hilfe! Okay, das muss ich. Also ich glaube jetzt. Oh mein Gott. Vielleicht sollte ich mir dann doch ein bisschen so offscreen mich noch mal ein bisschen schlau machen. Dann schon wieder im Menü. Boah, das ärgert mich jetzt. Nervig. Ich will noch nicht zum Strand. Boah, Alter, kann der Regen mal aufhören? Der Regen nervt hier nur dezent, ne? So, pass auf. Ich packe hier mal erstmal alles rein. Warum? Ja, das will ich doch gar nicht wissen. Was ist das hier? Kartoffelsaat. Gut, okay. Kartoffelsaat. Kann ich dann einmal hier? Und einmal hier? Warum habe ich das noch? Und einmal hier. Was ist das? Kohle. Und jetzt ist die Ding wieder oben. Ach, ich bin so doof. Regnet doch. So, ich muss hier hin zum Strand. Ich glaube, das schaffe ich gar nicht mehr, ne? Weiß ich nicht. Soll ich nochmal gucken, ob ich mit irgendwelchen Leuten reden kann? Pass mal auf, ich gehe jetzt. Huch! Ich gehe jetzt einfach erstmal lang. Hey, kann ich hier hoch? Nee. Ich laufe jetzt einfach mal. Lalalala. So, was ist hier? Bushaltestelle P. Kann ich auch eigentlich wegfahren? Motto, so, pass auf. Ich, Huch! Lauch. Lauch. Warum? Was? Okay, warum ich jetzt auch immer einen Topf voller Lauch mitnehmen konnte, ist okay, finde ich super. Und ein Topf voll Lauch. So, dann schauen wir mal. Waren wir hier schon? Ich glaube ja, ich habe so ein Gedächtnis, ne? So ein. Gut, hier ist nichts. Hey, wo sind die ganzen Kinder? Mein Gott, ist so ein bisschen Regen. Kann man sich ja wohl anstellen, ne? Hier komme ich nicht rein, weil. Es ist verschlossen. No. Hallo. Kann ich über irgendjemanden vielleicht unterkommen? Ey, guck mal hier. Hallöchen. Oh, du bist gerade eingezogen, richtig? Cool. Bei all den Orten auf der Welt hast du diese Stadt gewählt? Na komm, ich will mehr mit dir reden. Cool. Wer bist du? Lass mich los. Alex, oh hey, du bist also der neue Typ, Cool. Man sieht sich. Ja, okay, und du? Dich kenne ich, oder? Pam.
Hey Kind, ich heiße Pam. Sei kein Idiot und wir werden uns gut verstehen. Was denn für ein Idiot? Warum durchsuchst du den Müll? Weil ich bin cool. Coole Kids machen sowas. Lea. Hallo, es ist nett, dich kennenzulernen. Du hast eine gute Zeit gewählt, um hierher zu ziehen. Der Frühling ist herrlich hier, ich merke. Ich merke schon. Aber wir sind jetzt beim Regen. Wenn super Sonnenschein ist. Guck mal, wie weit es hier noch geht. Luis, hast du schon irgendwelche Frühlingspflanzen angebaut? Die Jahreszeit hält nicht ewig an, weißt du? Okay, lass mich mal hier vorbei, Digga. So. Guten Abend. Kann ich hier irgendwas klauen? Heiratsregister der Stadt Pelikan. Nach der Heirat kannst du hier die Scheidung beantragen. Hoffen wir, dass das nicht nötig sein wird. Oho. Okay, cool. Was kann ich hier noch machen? So, ich will jetzt nicht durch... Ich will doch nicht bei dem ins Bett gehen. Geh mal zur Seite hier. Wer bist du denn? Willi. Ahoi, es ist nett, ein paar junge Leute ins Tal kommen zu sehen. Passiert heutzutage nicht sehr häufig. Ja, danke. Wir sind hier... Ach, guck mal hier. Ich bin ja Richtung Strand, ne? Komm, ist es zwar abends? Ach, guck an. Hallo, hier ist der Strand und ich komme hier nicht ran. Hier bestimmt, ne? So, der schöne Pier, Fisch. Ich denke mal, es ist verschlossen. Geöffnet von 9 bis 17 Uhr, natürlich. Natürlich. So, auf dem Strand. Jemand aus Willi, besuchen Sie die Stadt vor 17 Uhr. Kann ich nicht auch irgendwo in der Stadt schlafen? Weil ich habe jetzt nicht Lust, also wirklich nicht Lust. Was ist das denn hier? Okay. Ich habe jetzt nicht wirklich Lust, unbedingt. Eine Venusmuschel. Einst hat hier jemand gelebt. Nee, hier kann ich nichts. Ich will einfach nur schlafen irgendwo. Es ist verschlossen. So, und hier könnte ich wahrscheinlich was bauen. Mit 300 Stücken Holz könnte man das hier... Holz könnte man das hier reparieren. Ich habe mein ganzes Holz verkauft, ne? Das ist noch alles neu, sorry. So, liebe Leute. Hier gibt es mit Sicherheit irgendwo ein Hotel, oder? Ne, nicht so ein Hotel hier. Alter. Hallo? Hi. Hey, das Einzige, was ich in dieser Stadt mag, ist der Strand. Ja, cool. Oh. Ich will aber... Hey, warte mal. Da war ein Buch. Super Fashion Girl Magazin. Cool. Kann ich dich da irgendwie mit beeindrucken? Mit irgendwelches Fachwissen? Wahrscheinlich eher nicht. Boah, es ist so dunkel. Oh, eine Farm. Sehr schön, aber hier kann ich natürlich auch nicht schlafen, richtig? Wo bin ich? Ich bin hier. Ach, guck mal hier. Dann gehe ich nach Hause. Auch gut. Ist ja auch mal schön, ne? Ein bisschen zu Hause zu sein, ein bisschen zu schlafen. Boah, ich bin so hundemüde. Lalalala. Alter, ist das hier mein ganzes Anwesen? Da habe ich aber noch einiges abzukloppen, ne? Lass mich doch mal hier... Meine Güte, ne. Ja, danke, Fasern. So, tada. Ja, dann gehe ich jetzt mal schlafen. Ja, endlich, ey. Meine Güte, ne. Was soll das heißen? Ach, guck mal hier. Schön. Gut. Ja, okay, 186. Vierter Tag im Frühling. Das ist jetzt merkwürdig hier, aber ist okay. Noch ist okay. Ah, Gott. Ich weiß keine, ne?
So, dann gehen wir jetzt mal zum Strand. Von wann bis wann? Vor 17 Uhr. Gut, vor 17 Uhr schaffen wir. Alter, ist die Musik jetzt laut, ne? Jetzt warte mal. Okay. Die Musik ist irgendwie aber nicht lauter, ne? Leiser, ne? Ist aber nicht schlimm. So, pass auf. Wie viele Leuten müssen wir noch Hallo sagen? Ach, noch 9. Das ist so viel. So. Ich habe jetzt mal bei mir wieder ein bisschen leiser gemacht. Ich weiß, es gehört sich nicht unbedingt, aber ich will einfach mal hier durch, ne? Es ist verschlossen, geöffnet von 9 bis 20 Uhr. Wir haben jetzt 7, toll. Leute, dann kommt halt raus. Ich will mit euch reden, nicht schon wieder hier am. Nee, das muss nicht sein. Gut, das kann ich nicht. Ich gehe nochmal zum Strand. Vielleicht hat er ja keine Geschäftsöffnung. Ah, guck mal hier. Na wunderbar. Willi, ach, ahoi, Bürschchen. Hab gehört, es gäbe einen Neuling in der Stadt. Gut, dich endlich kennenzulernen. Ich bin der Hübsche hier aus der Stadt, ne? Der Cityboy. Ah, ich versuche immer noch ein wenig abzuschalten nach dem ganzen Monat auf der salzigen See. War ein ziemlich großer Fang. Hab eine Menge guter Fische verkauft. Endlich genug gespart, um mir eine neue Angel zu leisten. Kriege ich jetzt das Angeln beigebracht? Hier, du kannst meine alte haben. Und was mit der Angel? Mir ist es wichtig, dass die Kunst des Fischens nicht in Vergessenheit gerät. Und hey, vielleicht kaufst du hin und wieder mal was von meinem Laden. Aber natürlich. Ja, ich habe eine Angel. Du erhältst Bambusstange. Hier im Tal gibt es gutes Wasser, alle möglichen Fische. Ich kann mich nicht bewegen. Oh ja, mein Laden ist jetzt wieder offen. Also komm vorbei, wenn du Vorräte brauchst. Ich kaufe auch alles, was du fängst. Wenn es stinkt, verkaufst du es bestimmt. Das hat mein alter Vater zumindest immer gesagt. Jo, dein alter Vater. Aber ich rauche nicht, mein Freund. Ne? Das kannst du dir gleich mal abschminken. So, ich will mit ihm reden. Ich will mit ihm reden. Murmel, Murmelbi. Ich würde meine Gedanken verraten, aber die sind Fischergeheimnisse. Was? Was laberst du für einen Scheiß? So, ich will jetzt erstmal rein in deinen Laden. Hast du nicht gerade gesagt? Gut. Muss ich selber noch rausziehen oder macht das automatisch? Und habe ich was gefangen? Nö, habe ich nicht. Muss ich zeitnah? Ich angel jetzt, aber. Hä? Warum? Warum macht denn immer. Warum mache ich denn. Hä? Hallo? So, mein Freund. Ah, Forellensuppe? Ja, wahrscheinlich. Nö. Auf 50. Ist das gut? Cool. So, jetzt habe ich nochmal 50 Gold gemacht. Irgendwie ist das hier ein bisschen öde. Was ist das hier? Hier kommen auch nicht. Nein! Oh, eine Möwe. Kann ich die?
Nein. Komm schon, komm schon, komm schon. Ich krieg dich. Ja, vielleicht krieg ich dich nicht. Okay, was haben wir hier? Auch noch eine Muschel. Eine Muschel. Eine Miesmuschel, boy, lecker. Jetzt so eine leckere Miesmuschelsuppe. Bäm. So, erste Schritte habe ich doch. Jetzt muss ich nur noch mal Leuten Hallo sagen. Dann. Und hier? Nur Freunde von Elliot können uneingeladen eintreten. Ich weiß nicht mal mehr, wer Elliot ist. Also, dürfte es vielleicht noch ein bisschen dauern. Hier ist eine schöne Brücke. Aha. Hier sieht es auch schön aus. Ne, hier unten nicht. Ich habe immer voll das Gefühl, dass ich hier Secret of Mana spiele. Wow, wie cool. Na, wer bist du denn? Laden, Werkzeuge verbessern, verlassen. Werkzeuge verbessern? Alter, ja wahrscheinlich. Ja wahrscheinlich. Alter, du hast doch gelitten. Eisenerz, Kupfererz, warum sollte ich denn das haben wollen? Kohle. Ja, echt? Wie viel Kohle für 30? Ja, sicher. Ich habe zweimal Kohle und kriege die für 30 weg und du verkaufst mir Kohle für 150. Junge. Nee, mit Clint werde ich auch wahrscheinlich nicht mehr befreundet. Aha. Ein professioneller Schmelzofen, ein Blick hinein zeigt geschmolzenes Metall, das vor sich hin blubbert. Schön, schön. Ein Stapel von Plänen zur Metallverarbeitung. Oder Bearbeitung? Bearbeitung, Entschuldigung. Ja, ne? Ciao.